Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal was ganz Besonderes, denn wir machen ein Sims-Quiz für Anfänger. Und mit dabei ist natürlich mein Freund, der eigentlich gar keine Ahnung von Sims hat, aber ich wollte sein Wissen auf die Probe stellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bist du bereit für das ultimative Sims-Quiz für Anfänger? Ich bin bereit. Okay, also fangen wir an. Also nenn mir erstmal einen Townie, den es in die Sims 4 gibt. Ich kenne den Vornamen nicht, aber Landgrab. Ja, die Landgrabs gibt's auf jeden Fall. Aber kennst du auch einen kompletten Namen von einem Townie? Sind ältere Townies von den anderen Spielen auch drin? Teilweise ja. Ich glaube Eliza Pancakes. Ja, die ist tatsächlich erst auch in Sims 4 mit reingekommen. Also ich habe hier ein paar Vorschläge. Eliza ist tatsächlich sogar dabei. Oha. Bella Grusel oder Bella Goth ist natürlich auch dabei, Judith Ward, Agnes Knautschgesicht. Hätte man jetzt natürlich einige Leute nennen können, also es gibt super viele Townies mittlerweile. Okay, welchen Cheat gibt es so nicht in die Sims 4? Testing Cheats True, Kaching, BB.show Live Edit Objects, by Debug On. Ich glaube, Testing Cheats True sagt mir jetzt nichts, aber... Das ist leider falsch. Bei Debug On gibt es nur in The Sims 3. Testing Cheats ist der Cheat, den man aktivieren muss, um die meisten anderen Cheats zu benutzen. Zum Beispiel BB.show Live Edit Objects funktioniert ohne Testing Cheats True nicht. Was bedeutet Tschüss auf Simlish? Suisui, Muchi Pichi, Deck Deck oder Badish? Ich glaube, Deck Deck war Tschüss. Suisui war Hallo. Ja, das stimmt so. Muchi Pichi und Badish sind tatsächlich auch simlische Ausdrücke, zu denen ich aber leider nicht gefunden habe, was sie genau bedeuten. Hm. Aber das stimmt so. Gab es zum Release von The Sims 4 Kleinkinder? Oh Gott, glaube nicht. Dafür habt ihr einen Kitsch oder so bekommen. Das stimmt, es gibt zum Release keine Kleinkinder. Allerdings wurden sie 2017 mit einem Basegame-Update ins Spiel gepackt. Ach so, nicht mal ein Kids, sondern einfach nur ein Update. Ja, nein, gut. Kids gibt es sowieso erst seit 2021 oder so. Das wäre aber auch krass, wenn sie eine ganze Lebensstufe einfach in einem Pack reinklatschen würden. Also, sie tun zwar schon viel und tun vieles hinter die Paywall, aber so viel dann auch nicht. Welche Emotionen gibt es so nicht? Müde, wütend, verängstigt und besessen. Ich glaube, müde gibt es nicht. Ja, also ich habe halt extra so verängstigt, weil das gerade erst ja relativ neu ist und besessen, weil man das nicht so oft sieht. Aber das stimmt, müde gibt es so nicht. Gibt es Sims-Spiele für Nintendo-Konsolen? Gibt es. Fällt dir spontan ein Beispiel ein? Ich glaube, Sims 3 war das, wurde für den DS geportet. Also es gibt Sims 2, glaube ich, teilweise sogar für den GBA und sowas. Und es gibt halt diese Spin-Offs wie My Sims, die teilweise auch für Nintendo-Konsolen kamen, aber ja, das stimmt. Es kamen ein paar Sims-Spiele für Nintendo-Konsolen. Die sind natürlich nicht vergleichbar mit den Spielen, die für PC veröffentlicht wurden. My Sims Wii klingt nach einem richtigen Banger. Nein, ich meine auch, Sims 3DS ist ja trotzdem anders als Sims 3 für PC. Ja. Welche dieser Städte gibt es in The Sims 3? Veronaville, Sunset Valley, San Myshuno und Willow Creek. Ich bin mir unsicher. Willow Creek gibt's. Ist das nicht die Stadt von den Werwölfen oder? Ich kann dir dazu jetzt natürlich keine Auskunft geben. Stimmt. Sunset Valley gibt's auf jeden Fall in Sims 3. Das weiß ich. Kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Möchtest du das einloggen? Ich logge das ein. Das stimmt. Oh. Sunset Valley ist in die Sims 3. Veronaville ist Sims 2. San Myshuno ist Sims 4. Das kam mit City Living. Und Willow Creek ist eine Base-Game-Stadt in Sims 4. Ja, die Werwolf-Stadt ist Moonwood Mill. Ach ja, ja. Was macht Bonehilda, wenn sie bei dir zu Hause ist? Sie verprügelt Einbrecher, sie zerstört deine Einrichtung, sie baut dich emotional wieder auf, wenn du traurig bist, oder sie putzt dein Haus. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall das Haus putzt, weil sie ja wie so eine Maid angezogen ist. Also es ist auch immer nur eine Sache richtig, also... Ach so, ja gut. Dann putzt sie dein Haus. Das stimmt. Gab es auch irgendwie andere Figuren wie Bonehilda, die dann für dich in anderen Spielen zum Beispiel Einbrecher verprügelt oder so? Das mit dem Einbrecher weiß ich jetzt nicht so genau, aber grundsätzlich gab es auch andere Figuren, ja. Gibt es Online-Dating in The Sims 3? Sims 3, oh Gott. Habe ich jetzt, wenn du gespielt hast, nicht so gesehen? Denk mal eher nicht.
Das stimmt so nicht. Es gibt Online-Dating in die Sims 3. In Sims 4 gibt es bislang nur über Mods Online-Dating. Oh. Ja. Welchen Karrieregang gibt es bisher in jedem Hauptspiel? Geisterjäger, Freelancer, Militär oder Schauspieler? Ich glaube Schauspieler. Stimmt nicht. Oh. Es ist Militär. Schauspieler gibt es so zumindest unter der Bezeichnung nicht. Man konnte zuvor zwar auch in die Richtung gehen, aber in Sims 4 gibt es bisher die einzige Schauspielkarriere, die auch unter dem Namen fällt. Ach so, ich hatte nur andere Namen da, okay. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube aber, dass es zuvor auch nicht direkt Schauspieler gab. Also klar, vielleicht in die Richtung, dass es ja vielleicht auch so Theater oder sowas ist oder keine Ahnung, wir hatten ja Showtime in Sims 3, da wird es wahrscheinlich sowas ähnliches geben, aber in allen Teilen, soweit ich weiß, nicht. Militär, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja, tatsächlich in jedem Teil. Welcher dieser Sims ist berüchtigt dafür, untreu zu sein? Yuki Bear, Don Lothario, Cassandra Grusel oder Bob Pancakes? Grusel und Pancakes waren beide eher reich, ne? Kannst du mir einen Tipp geben? Weil ich kann dir keinen Tipp geben, nein. Keine Tipps, okay. Ich glaube, dann war es Bob. Das stimmt so nicht. Oh. Es ist Don Lothario. Das ist der Typ, der mit den Calientes zusammen wohnt. Und da schon alle durchgenudelt hat. Also, Bob Pancakes ist nur in einer unglücklichen Ehe. Ach so, ja. Cassandra Grusel ist einfach nur die Tochter von Bella Grusel. Mehr hat das nicht auszusagen. In Sims 2 taucht manchmal der Schmusehase Sozi auf. Aber wann genau? Wenn das Sozialbedürfnis eines Sims niedrig ist, wenn dein Haus schmutzig ist, wenn dein Sim die Rechnung nicht bezahlt oder wenn dein Sim ein niedriges Spaßbedürfnis hat. Also ich gehe jetzt auf Name und sage, Sozi ist für das Sozialbedürfnis. Als Kind hat mich das immer nicht gejuckt mit dem Sozialbedürfnis, deswegen kam der einfach immer random und der war 24/7 in meinem Haus. Das war ganz wild. Seitdem ich jetzt das Let's Play mache, habe ich es nicht ein einziges Mal gesehen tatsächlich. Welches Spiel kommt timeline-technisch zuerst? Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4? Oh Gott, ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwie so ein Lore-Video geguckt hast. Ich glaube, Sims 3 spielt irgendwann in der Zukunft. Würde ich entweder auf Sims 2 oder 4 gehen. Du musst eine Sache einloggen. Dann sage ich Sims 2. Das stimmt so nicht. Oh. In Sims 3 ist es tatsächlich so, dass man beispielsweise Bella Grusel als Kind sehen kann. Oh. Sims 4 spielt in einer alternativen Timeline. Also demnach stimmt das so nicht. Kann man in die Sims 4 ohne Tricks ein Techtelmechtel mit dem Sensenmann haben? Ohne Tricks. Beinhaltet Tricks auch Bugs und so? Ja, fand ich schon. Denke ich eher nicht. Ja, man kann kein Techtelmechtel mit dem Sensenmann haben. Welches Geschenk haben die Spieler zum 20. Sims Geburtstag bekommen? Ein großes Update, Sims 2 for free, nichts oder einen Whirlpool? Es war der Whirlpool, daran erinnere ich mich. Das stimmt. Alles andere gab es natürlich auch schon grundsätzlich, aber eben nicht zum 20. Geburtstag. Also, du hast dich super geschlagen. Also du hast 10 Punkte. Ich finde, das ist dafür, dass du ja selber eigentlich kein Sims spielst, gut. Du hast anscheinend dann doch ganz gut aufgepasst, wenn ich mit dir darüber geredet habe oder mir dabei zugesehen hast. Demnach gratuliere, lief ganz gut für dich. Noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, dann schreibt es mir gerne. Und falls ihr euch sogar selber daran versuchen wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Was für Punkte habt ihr denn erreicht in dem Quiz? Auch das könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!